Nach einem kurzen Exkurs in die Funktechnik, von der ich so gut wie keine Ahnung habe, also alles, was ich gesagt habe, mit Vorsicht genießen, schauen wir uns wieder die Grundlagen von den Filterschaltungen an. Also wir haben uns jetzt die Kapazitäten noch einmal wiederholt, wir haben die Induktivitäten kennengelernt, die aber sehr ähnlich sind den Kapazitäten, man muss die Begriffe Strom und Spannung vertauschen. Und die wichtigste Art von Schaltungen, die man jetzt bauen kann, mit solchen Kapazitäten und Induktivitäten, sind Filter. Und Filter, es ist übrigens, ich glaube, wer die gedruckte Ausgabe hat, da steht ein DA-Filter drinnen, und das habe ich dann auch jetzt noch verändert. Man sagt nämlich das Filter in der Elektronik. Man sagt der Filter beim Kaffeefilter, aber man sagt das Filter bei, naja, so wie man der Moment sagt in der Umgangssprache, nicht, wenn man von dem Augenblick redet, aber das Moment, wenn man den Fachbegriff aus der Physik meint, ist das auch hier so ähnlich. Also eine Filter ist eine Schaltung, die gewisse Frequenzen durchlässt und andere Frequenzen nicht durchlässt. Das heißt, bis jetzt haben wir uns immer Schaltungen angesehen, also wir haben immer wieder so ein bisschen geredet von, wenn das hochfrequent ist oder wenn das nicht hochfrequent ist, aber die Art von Verstärker, die wir bis jetzt gebaut haben, hat einfach das Signal genommen, so wie es ist, und verstärkt. Das war immer die Idee, die wir gehabt haben. Wir haben nicht irgendwie unterschieden, ist es so ein Signal oder so ein Signal, und wenn so ein Signal ist, dann verstärken wir es, und wenn so ein Signal ist, dann verstärken wir es nicht. Das kam bis jetzt eigentlich nicht vor. Und Filter machen eben genau das. Die schauen sich das Signal an und schauen, ist das ein hoher Ton, ist das eine hochfrequente Schwingung, dann verstärken wir sie und ansonsten verstärken wir es nicht. Oder umgekehrt, je nachdem, ob es ein Hoch- oder Tiefpassfilter ist. Und der Hochpassfilter ist eben der die hohen Frequenzen durchlässt und die niedrigen Frequenzen rausfiltert. Und der Tiefpassfilter ist der die hohen Frequenzen rausfiltert und die niedrigen. Was? Habe ich zweimal Hochpassfilter gesagt? Ja? Also beim Hochpassfilter kommen die hohen Frequenzen durch, die niedrigen werden rausgefiltert. Genau. Das, was durchpasst. Das sagt der Name aus. So, und jetzt haben wir hier drei Arten von Filtern, die immer nur ein Spannungsteiler sind zwischen einem Widerstand, einem Kondensator oder einer Spule. Also zwei von diesen Bauteilen nehmen wir und machen daraus einen Spannungsteiler. Und da gibt es eine Summe eben. 6 Kombinationen, die man machen kann, und die hätte ich jetzt hier aufgezeichnet. Und ein paar davon sind rein zufällig Tiefpassfilter und ein paar davon sind irgendwie rein zufällig Hochpassfilter. Jetzt könnte man sich überlegen, warum. Wir haben uns schon öfter bei den Kondensatoren überlegt, dass ein Kondensator bei niedrigen Frequenzen, vor allem bei Gleichstrom, nicht? Also Gleichstrom wäre sozusagen die niedrigste Frequenz, die wir irgendwo finden können, da ist der Kondensator quasi eine Unterbrechung. Weil wenn ich da Gleichstrom habe, er lädt sich vielleicht am Anfang auf, aber danach kann einfach kein Strom mehr durch. Nicht? Wenn der Kondensator mal voll geladen ist, dann ist er halt geladen und dann verhält er sich genauso wie eine Unterbrechung. Und das ist das Extrembeispiel eben von einer tiefen Frequenz. Bei einer sehr, sehr hohen Frequenz ist der Kondensator aber mehr so wie ein Kurzschluss. Weil bei einer hohen Frequenz habe ich eigentlich nur noch Änderungen. Und ich lade und entlade und lade und entlade den Kondensator. Und dann, wenn ich ihn lade und entlade und lade und entlade, dann fließt eben ein Strom. Und das sind die beiden Extreme, die man sich immer quasi immer als Merkhilfe parat haben sollte. Und man kann ganz, ganz viele dieser Dinge analysieren, wenn man es einfach nur anschaut und Extrembeispiele einsetzt und sich überlegt, was ist bei einer unglaublich niedrigen Frequenz, im Extremfall dann eben Gleichstrom. Und wir wissen, bei einer unglaublich niedrigen Frequenz ist ein Kondensator immer eine Unterbrechung. Und was ist bei einer unglaublich hohen Frequenz? Da ist ein Kondensator immer ein Kurzschluss. Und dann können wir uns danach mal diese ersten beiden Schaltungen anschauen. Und schauen wir uns an, was passiert bei einer unglaublich tiefen Frequenz in dieser Schaltung. Der Widerstand ist ein Bauteil, dem sind Frequenzen wurscht. Und das ist immer der gleiche Widerstandswert sozusagen. Der Kondensator jedoch, der ist eine Unterbrechung bei tiefen Frequenzen, haben wir gesagt. Das heißt, diese Schaltung verhält sich eigentlich so, wie wenn der Kondensator nicht da wäre. Ich habe einfach meinen Eingang mit dem Ausgang verbunden, bei tiefen Frequenzen. Und damit lässt er tiefe Frequenzen durch. Ich habe nur diesen einen Widerstand im Weg. Wenn ich das aber jetzt umdrehe und sage, wir machen eine sehr hohe Frequenz,
Für hohe Frequenzen, da ist der Kondensator quasi ein Kurzschluss, eine Verbindung. Ja, wenn wir das hier verbinden, dann ist der Ausgang einfach fix auf Ground. Und es ist ziemlich egal, was da über den Widerstand passiert, weil ein Kurzschluss einfach gewinnt gegenüber einem Widerstand, sei er auch noch so klein. Das heißt, wir sehen auch hier, bei sehr hohen Frequenzen kommt nichts von unserem Signal durch, weil bei den hohen Frequenzen ist der Ausgang einfach auf Ground gelegt, wenn wir dieses Bild quasi verwenden. Und dann wissen wir automatisch, irgendwo dazwischen wird es wohl einen Bereich geben, wo es quasi einen Übergang gibt zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem. Aber wenn wir uns die Extreme anschauen, wissen wir schon, das ist ein Tiefpassfilter. Da passen nur die tiefen Frequenzen durch. Hier haben wir den gleichen Spannungsteiler, aber wir haben die beiden Bauteile vertauscht. Das heißt, wenn wir uns jetzt eine tiefe Frequenz anschauen, bei tiefer Frequenz ist der Kondensator eine Unterbrechung, das ist quasi nicht da, naja, dann ist der Ausgang einfach nur mit Ground verbunden und da kommen keine tiefen Frequenzen durch, da gibt es keine Verbindung. Bei sehr hohen Frequenzen jedoch ist der Kondensator ein Kurzschluss und dann gewinnt der Kurzschluss wieder gegenüber dem Widerstand und die hohen Frequenzen gehen durch. Also in dieser ersten Spalte können wir sehen, warum das hier ein Tiefpassfilter ist und das hier ein Hochpassfilter. So, und jetzt können wir die ganz rechte Spalte anschauen. Da haben wir eigentlich das gleiche Spielchen, nur mit einer Spule statt einem Kondensator. Und eine Spule verhält sich genau umgekehrt, was diese Frequenzen angeht. Die Spule ist ein Kurzschluss bei niedrigen Frequenzen. Und bei sehr hohen Frequenzen ist die Spule quasi eine Unterbrechung. Das kann man sich auch einfach überlegen. Man kann sich auch überlegen, weil eine Spule ist nichts anderes als ein langer Draht. Das heißt, genau. Da gleich Strom drauf. Ja, aber da sehen wir noch nicht, warum das bei hochfrequentem Wechselstrom anders ist. Aber wir sehen es hier an unserer Formel. Bei sehr, sehr niedrigen Frequenzen ist diese Änderung praktisch null. Niedrige Frequenz heißt, wir haben kaum Änderung an dem Signal. Und das heißt, die Spannung an der Spule ist praktisch null. Also wir sehen hier gleich, was du gemeint hast, das ist eigentlich nur ein Draht. Bei niedrigen Frequenzen gibt es da keine Spannung. Naja, und wenn es keine Spannung gibt, wenn es quasi keinen Spannungsabfall gibt, dann nennen wir Kurzschluss. Also das sehen wir hier sofort. Wenn wir aber jetzt auf die sehr hohen Frequenzen gehen, dann ändert sich das ganz, ganz schnell. Das heißt, die Spule widersetzt sich jeder dieser Stromänderungen sehr, sehr stark. Und sich sehr stark widersetzen, das kann man auch nennen, einen sehr, sehr großen Widerstand haben. Also man hat dann hier die Spannungsänderung, die Stromänderungen hier am Anfang und das geht da durch, aber man kommt nie durch diese Spule durch, weil sie sich bei den schnellen Änderungen sehr, 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 sehr mächtig sozusagen wehren kann. Und so kommen wir dann eben dorthin, dass das hier auch ein Tiefpass- und Hochpassfilter ist, nur sind die Rollen vertauscht. Nicht? Wir schauen, hier ist der Kondensator unten, hier ist die Spule oben. Und das ist ganz klar, wenn wir eine tiefe Frequenz haben, haben wir gesagt, die Spule ist quasi ein Kurzschluss, das heißt, bei einer tiefen Frequenz ist ein Eingang mit Ausgang fest verbunden. Und das ist wurscht, dass da noch ein Widerstand gegen Ground ist, der richtet nichts aus gegen diese feste Verbindung. Wenn wir aber jetzt hier eine sehr hohe Frequenz haben, ist das quasi eine Unterbrechung und der Ausgang ist über den Widerstand mit Ground verbunden. Und die hohen Frequenzen kommen eben nicht durch. Hier unten genau das gleiche, nur mit vertauschten Rollen und so kommen wir dann eben wieder Hochpassfilter, weil jetzt die Seite, die bei tiefen Frequenzen ein Kurzschluss ist, hier ist, das heißt, bei tiefen Frequenzen wird der Ausgang mit Ground verbunden, tiefe Eingangsfrequenzen können nichts ausrichten. Habe ich aber eine hohe Eingangsfrequenz, gegenüber der verhält sich diese Spule wie eine Unterbrechung und damit ist der Ausgang mit dem Eingang fest verbunden. Und die mittlere Spalte ist einfach nur quasi die Kombination zwischen den beiden äußeren Spalten. Nicht? Wir haben eigentlich hier, macht die eigentliche Arbeit immer nur der Kondensator. Der ist der Bauteil, der sein Verhalten verändert, abhängig von der Frequenz. Und hier auf der rechten Seite macht die Arbeit die Spule. Das ist der Bauteil, der das Verhalten ändert, abhängig von der Frequenz. Und wir können natürlich sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Wir nehmen einfach beide Bauteile. Und wenn wir uns hier den Tiefpassfilter anschauen und wir sagen, wir haben jetzt eine tiefe Frequenz, haben wir gesagt, für tiefe Frequenzen ist eine Spule ein Kurzschluss. Das heißt, Ausgang und Eingang ist verbunden. Und gleichzeitig ist der Kondensator eine Unterbrechung.
Und damit ist erst recht Ausgang mit Eingang verbunden und es gibt keinen Pfad, der gegenüber Ground geht. LC-Tiefpassfilter, ist das nicht gleichzeitig hoher Schwingkreis, ein Serienschwingkreis? Ja, dazu kommen wir gleich. Da gibt es ja nachher eine Übung, die wir simulieren. Und das ist das, was ich eigentlich aufbauen wollte, aber irgendwie hat das nicht so geklappt mit dem Aufbauen. Ich habe nicht die Zeit gehabt, mir anzuschauen, warum. Aber ich habe eine Simulation vorbereitet. Gut, und hier das gleiche Spielchen wieder vertauscht. Vertauscht einfach die beiden Bauteile und damit ist das Hochpass und das Verhalten der hohen Frequenzen und tiefen Frequenzen jeweils auf den anderen Zweigen. Und damit habe ich jetzt hier beim Hochpass bei tiefen Frequenzen einen Kurzschluss zwischen Ausgang und Masse und hier eine Unterbrechung. Und bei hohen Frequenzen ist das hier eine Unterbrechung und das ein Kurzschluss und damit Eingang und Ausgang miteinander verbunden. In all diesen Fällen haben wir uns jetzt immer nur die Extrembeispiele angeschaut und wir vermuten einfach, dass es irgendwo dazwischen einen gemütlichen Übergang geben wird, wo das Verhalten von dem einen Extreme ins andere Extreme übergehen wird. Und bei welcher Frequenz dieser Übergang liegt und wie dieser Übergang genau ausschaut, das ist im Wesentlichen der Inhalt von unserem nächsten Treffen. Weil dazu brauchen wir die komplexe Wechselstromrechnung. Wir können jetzt einige schöne, anschauliche Bilder wählen. Wenn wir aber versuchen würden, das auszurechnen, dann müssten wir anfangen, irgendwelche Dinge zu differenzieren. Und Dinge zu differenzieren ist mühsam. Viel besser ist es, man macht das einmal und zeigt, dass die komplexe Wechselstromrechnung super geeignet ist, all das zu beschreiben, ohne Dinge differenzieren zu müssen. Und das ist eben das, wo ich hoffe, dass wir das nächste Mal dann eben sehen werden, oh toll, so einfach kann man sich diese Dinge ausrechnen, ohne auf diese Differentiale rückgreifen zu müssen. So, da kommen jetzt noch ein paar Begriffe. Also es gibt irgendwo einen Umschaltpunkt, haben wir gefolgert. Wir haben das eine Extrem, das andere Extrem. Irgendwo in der Mitte muss es einen Bereich geben, wo es interessant wird. Und dieser Umschaltpunkt, der wird Grenzfrequenz genannt oder manchmal auch Übergangsfrequenz, FG. Und das ist eben eine charakteristische Frequenz von so einem Filter. Also normalerweise, wenn man einen Filter hat, dann ist die Frage nicht, naja, was ist denn dein C und was ist denn dein L und dann kann ich mir schon ausrechnen, wie sich es verhält, sondern man fragt demjenigen, der den Filter in der Hand hat, einfach, was ist die Grenzfrequenz von dem Filter und dann kennt man sich aus. Ja, vielleicht sollte man noch wissen, ob es ein Hochpass- oder Tiefpassfilter ist. Damit man, aber man fragt normalerweise quasi nicht nach den Bauteilwerten, sondern nach diesen Charakteristika. Und macht sich dann keine Gedanken mehr darüber, wie der Filter genau aufgebaut ist, weil es ist ja irrelevant. Wenn der Filter ganz anders aufgebaut ist, aber die gleichen Beschreibungsparameter hat, dann verhält er sich gleich und ich kann das Gleiche damit machen. Wenn man sehr steilflankige Filter verwendet, also da gibt es dann diese Filterordnungen, die wir noch kennenlernen werden. Und da gibt es dann für Videoanwendungen und so gibt es irgendwie Filter 7. 8. Ordnung. Das sagt uns doch überhaupt nichts, aber es ist ein steiler Filter, der, der ist in einem fertigen Chip oder so drin. Da sagt der Hersteller auch nicht, wie er den aufgebaut hat, sondern der charakterisiert den über diese Dinge, dass er sagt, Grenzfrequenz ist das und das und die Toleranzen sind so. Haben wir ein Bode-Diagramm? Nein. Aber wir definieren, was ein Bode-Diagramm ist, wir werden aber gleich eins sehen, weil ich eine Simulation jetzt habe. Die Grenzfrequenz ist halt nur eine Frequenz. Aber es ist schon irgendwie klar, wenn ich jetzt vorher von Filterordnungen und so, die uns auch überhaupt nicht sagen, gesprochen habe, aber das kann ich vorwegnehmen, das sagt im Grunde aus, wie steil dieser Übergang ist, zwischen ich lasse durch und ich lasse nicht durch. Spielt sich das alles innerhalb von einem ganz, ganz schmalen Frequenzband ab und er schaltet steil um von ich lasse das Signal durch und lasse nicht durch, oder spielt sich das auf einem weiten Bereich ab und das ist ein weicher Übergang. Und eine Möglichkeit, das auszudrücken, ist natürlich, ich zeichne ein Bild. Und ich habe ein Diagramm und auf der einen Achse habe ich die Frequenz und auf der anderen Achse habe ich quasi, wie gut ich durchlasse. Und wenn dort 1 ist, geht mein Signal durch und wenn dort 0 ist, geht es nicht durch. Und dann schaue ich mir irgendwie an, wie diese Kurve ausschaut und kann dann eben ablesen, okay, bei der Frequenz geht es noch ganz durch, bei der wird es irgendwie ein bisschen abgedämpft, bei der stärker und bei der Frequenz kommt man kaum mehr was durch. Und so ein Bild nennt man Bode-Diagramm. Und in dem Bode-Diagramm werden normalerweise zwei Dinge dargestellt. Das eine ist das, was ich jetzt beschrieben habe. Wie stark wird durchgelassen oder wie stark wird gefiltert. Und das zweite ist die Phasendrehung. Und zu der Phasendrehung schauen wir uns dann ein bisschen später noch mehr an. Es sollte nur erwähnt werden, dass mit dem Bode-Diagramm beide Dinge meint und nicht nur die Amplitude.
Gut, und der Ausblick eben auf die konvexe Wechselstromrechnung wird das nächste Mal machen. Gut. Fragen? Ja, diese Filter, diese 6 Filter, die du uns aufgemacht hast, wenn wir jetzt selber basteln und einen benutzen wollen, theoretisch, welchen würdest du uns raten? Ist das jetzt wurscht oder ist das in der Realität dann irgendeiner am vernünftigsten, weil er am vernünftigsten in der Realität arbeitet? Hervorragende Frage. Die Frage ist, welchen von denen soll man nehmen, wenn man einen braucht? Also RC. Egal jetzt was, was billiger Bauteile sind. Genau, also das ist die kurze Antwort. Die kurze Antwort ist dehnbar, weil das sind die billigsten Bauteile. Und die weniger kurze Antwort ist dehnbar oder dehnbar, je nachdem, welche Arten von diesen Bode-Diagrammen, wie soll das ausschauen. Was selten Sinn macht, ist der da. Weil ich nämlich jedes Bode-Diagramm, was ich machen kann mit so einer Art von Filter, kann ich auch mit so einer Art von Filter machen. Also ob es ein RC oder ein LC-Filter ist, macht keinen Unterschied, nur dass die Ls teurer sind als die Cs. Und damit ist der quasi der Gewinner. Und wir werden uns dann gleich die Bode-Diagramme anschauen zu solchen Filtern und solchen Filtern und auch dem da. Also ich habe zu allen 3 Varianten gemacht. Und da wirst du dann sehen, dass die hier ganz anders ausschauen bei der interessanten Frequenz. Ist der mittlere dann nicht schon ein Filter der zweiten? Oder? Ja, das ist ein Filter der zweiten. Gut. Betrachten Sie die RC- und LC-Filter. Weshalb haben diese Schaltungen und ihre filternden Eigenschaften? Ich glaube, das haben wir jetzt zur Genüge durchgekaut in allen 6 Varianten. Und dann der Tipp, den wir natürlich auch jetzt gehabt haben, aber das ist eine gute Art, das noch einmal anzugehen. Wir haben gesagt, quasi bei hohen Frequenzen ist zum Beispiel ein C ein Kurzschluss und bei niedrigen Frequenzen ist ein C eine Unterbrechung. Und es gibt auch eine andere Art, das zu beschreiben, die ich sehr, sehr, sehr wertvoll halte, wenn man die quasi in seinem Repertoire hat, von Bildern im Kopf, wie man sich die Sachen vorstellen kann und wie man verstehen kann, wie Schaltungen arbeiten. Kann ich Kapazitäten ja auch durch Spannungsquellen nähern? Aber wann kann ich eine Kapazität durch eine Spannungsquelle nähern? Wann kann ich sagen, eine Kapazität verhält sich quasi so wie eine Spannungsquelle? Also ich habe quasi einen Kondensator, der ist Hausnummer auf 5 Volt geladen und das ist eine Schaltung und ich habe jetzt eine konkrete Situation, die ich mir anschaue und in manchen konkreten Situationen kann ich sagen, okay, ich brauche gar nicht wissen, das ist ein Kondensator, ich verhalte mich so, ich denke so, als wäre es eine 5 Volt Spannungsquelle. Wenn wenig Strom fließt, das ist eine Möglichkeit. Wenn C groß ist. Wenn C groß ist, ja. Wenn ich die Spannung eigentlich nur messe und wenn ich keinen Strom entnehme oder hineinschicke. Ja, aber unglaublich nah dran. Wenn wenig Ladung sich ändert, sprich wenn entweder wenig Strom fließt oder ich nicht über lange Zeit. Genau. Also wenn sich die Ladung in dem Kondensator wenig ändert, und das kann ich auf 2 Arten erreichen. Entweder sage ich, es fließt wenig Strom. Das ist die einfache Art, aber die nutzt uns bei dem hier nichts, weil das würde irgendwie heißen, bei einem Signal mit ganz kleiner Amplitude oder so. Das andere ist, wenn ich Strom habe, aber er ändert seine Richtung so schnell, das passiert nur ein bisschen Ladung raus, aber dann fließt es wieder rein und dann fließt es wieder raus und dann ändert sich die Ladung in dem Kondensator so gut wie nicht. Und wenn ich diesen Fall habe, dann kann ich sagen, okay, meine Kapazität ist eine Spannungsquelle. Und sagen wir jetzt noch, diese Kapazität ist im Schnitt ungeladen. Das können wir ja haben. Wir denken uns zum Beispiel, wir stellen uns diesen Filter hier vor. Und wir haben jetzt ein Signal ohne Gleichanteil. Das schwingt einfach um 0 Volt. Das mag eine größere Amplitude haben, aber im Mittel ist das 0 Volt. Und das ist so schnell, wir ändern die Richtung vom Strom so schnell,
dass der Kondensator sich quasi nicht wesentlich ändert von seiner Ladung und er ist im Wesentlichen ungeladen, weil natürlich dieses Signal ja um die 0 Volt schwankt, das ist der Mittelwert. Das heißt, wir können in dem Fall, wenn wir eine sehr, sehr hohe Frequenz hier haben, können wir diesen Kondensator durch eine 0 Volt Spannungsquelle nähern. Und wie nennt man eine 0 Volt Spannungsquelle noch? Kurzschluss. Kurzschluss, genau. Zwei Punkte, zwischen denen kann ein beliebig großer Strom fließen, solange keine Spannung zwischen diesen Punkten abfällt. Das ist ein Kurzschluss. Also so kommt man auch dorthin, dass bei hohen Frequenzen ein Kondensator ein Kurzschluss ist. Und jetzt kann man hergehen und genau das Spielchen, was wir gerade gespielt haben, nehmen und in all den Sätzen, die wir gesagt haben, Spannung und Strom vertauschen. Und wenn man das macht, dann kommt man am Schluss drauf, dass eben bei einer Induktivität, die kann ich durch eine Stromquelle nähern, nämlich eine 0 Ampere Stromquelle und nämlich dann, wenn die Frequenz sehr, sehr klein ist. Das muss man durchgehen. Und so kommt man eben auch wieder zu dem, wann sind die, wenn die Frequenz sehr groß ist. Ja, die Frequenz ändern wir nicht. Und eine 0 Volt Stromquelle, eine 0 Ampere Stromquelle, das ist eben eine Unterbrechung. Nicht? Weil ich habe wieder zwei Punkte und wie gesagt, die Spannung zwischen diesen Punkten kann beliebig werden, solange kein Strom fließt. Und das ist einfach das Paradebeispiel von zwei Dingen, die nicht verbunden sind. Da kann auch die Spannung beliebig werden, Strom wird nie fließen. Also so kommen wir dorthin, dass wir dann sagen, bei diesen Frequenzen kann ich die nähern durch Kurzschlüsse oder Unterbrechungen. Gut, dann haben wir hier diese Übung, erstellen Sie Bode-Diagramme zu den oben genannten Filtertypen mit C-Simulationen, Quix, und das habe ich vorbereitet in einer Kochsendung. So. Das ist so ein Mistprogramm. Wir haben gestern so etwas Ähnliches gehabt, wenn wir über das. Du wirst es dir so alles mit der Hand machen. So, also, wir haben jetzt hier nur die Tiefpassfilter, also nur die obere von den Zeilen. Weil die anderen, da vertausche ich einfach nur die beiden Komponenten und damit ist automatisch quasi das, was ich hier nicht rausfinde, das, was ich rausfinden muss. So. Jetzt klicke ich da auf Simulieren. So, und in dem Skriptum war die Aufgabe gestellt mit drei verschiedenen Werten. 1 Kiloohm für die Widerstände, 1 Mikrofarad für die Kondensatoren und 1 Millihenry für die Spulen, sodass wir hier wirklich drei unterschiedliche Linien sehen. Weil je nachdem, wie wir die kombinieren, kommen wir auf ganz andere Grenzfrequenzen. Das ist irgendwie nur, damit man das leicht auseinander kennt. So, und PR1, das ist diese Probe hier, das ist unser RC-Filter. Und da sehen wir, es gibt irgendwo eine Frequenz, da fängt das dann an, abgeschwächt zu werden und geht dann irgendwo auf 0 und dann ist das Signal weg. Hier haben wir die Frequenz logarithmisch dargestellt, also wenn man mit Filtern arbeitet, macht es immer Sinn, Frequenzen logarithmisch darzustellen, sonst sieht man nämlich einfach nichts. Wenn man das irgendwie linear darstellt, dann ist alles, was hier interessant ist, entweder ganz am linken Rand oder ganz am rechten Rand. Nicht? Also in dem Fall haben wir hier 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, wenn wir das quasi linear auf 1 Million skaliert hätten, wäre irgendwie 10.000 da. Weil es irgendwie ein Hundertstel nur dieser Strecke wäre. Das heißt, alles, was wir hier schön sehen, würde am linken Rand liegen. Es zahlt sich immer aus, solche Sachen logarithmisch darzustellen. Die Amplitude haben wir aber in dem Fall linear, weil das irgendwie intuitiver ist, dass man dann sieht, okay, da sind wir jetzt fast bei 0 und da sind wir fast bei dem, von dem wir ausgegangen sind. So, Probe 3 ist die ganz da drüben und das ist jetzt dieser RL-Filter und das schaut eigentlich genau so aus. Es ist nur bei einer anderen Frequenz, weil wir andere Bauteilwerte verwendet haben. Und würde ich nicht andere Bauteilwerte verwenden, dann, also ich muss natürlich ein anderes Handy, ein anderes Fahrrad, aber ich könnte die Bauteilwerte so wählen, dass diese beiden Kurven sich decken, dann hätte ich hier nur eine Linie. Aber so kann ich die Linien alle noch schön voneinander trennen. Wenn ich aber die Kurvenform anschaue, ist die gleich auf beiden Seiten. Die rote Linie jedoch
Und das ist unser LC-Filter. Und wenn ich mir den linken Rand anschaue und den rechten Rand anschaue, dann sage ich, ja, das ist ein Tiefpassfilter. Weil hier geht es ja durch und da geht es nicht durch. Da ist die rote Linie da unten. Aber der Übergang sieht seltsam aus. Und wir werden uns das nächste Mal ein bisschen genauer anschauen, warum dieser Übergang so seltsam ausschaut. Aber was wir eben sehen ist, dass wir hier eine Schaltung haben, die aus zwei Energiespeichern besteht. Während wir hier einen Energiespeicher haben und etwas, was elektrische Energie in Wärme umwandelt. Und hier auf der rechten Seite haben wir auch einen Energiespeicher und etwas, was elektrische Energie in Wärme umwandelt. Aber hier geht eigentlich keine Energie verloren. Und in dem Bereich oder in dem Bereich sehen wir das nicht. Aber wenn wir mit der richtigen Frequenz hineingehen, dann schaukelt sich das auf. Und man kennt vielleicht diese Videos von dieser einen Brücke, die da mal zusammengestürzt ist im Wind und so. Wenn Sachen in der richtigen Frequenz von einem System sind, dann quasi bei einer Schaukel, man kann ganz leicht anschubsen, aber wenn man das beharrlich jedes Mal zum richtigen Zeitpunkt macht, dann ist irgendwann sehr viel Energie in diesem System gespeichert. Und das ist das, was wir eben hier sehen. Wenn wir uns der richtigen Frequenz, das ist diese Grenzfrequenz, wenn wir uns der nähern, dann wird die Amplitude größer und größer und größer. Wenn wir dann über den magischen Punkt durch sind, dann sagt man, okay, stopp, du darfst nicht mehr. Ja, man kann sich so vorstellen, dass halt immer der Kondensator aufgeladen wird und dann wieder die Energie in die Spule und das hin und her geht. Also, wenn man, das können wir auch gerne in der Experimentiergruppe mal probieren. Man kann einfach so eine Schaltung, Schwingkreis nennt man die auch, aufbauen und dann einfach an einer Batterie einmal kurz ankommen, quasi einmal da ein bisschen Energie hineinschicken und dann kann man sehen, dass das für eine Zeit lang vor sich hin schwingt. Und dieses Schwingen, das ist einfach nur, dass diese beiden Bauteile sich die Energie gegenseitig hin und her schupfen. Und einmal ist die Energie in der Spule und dann ist sie wieder im Kondensator und dann ist sie wieder in der Spule und dann im Kondensator. Ähnlich wie bei einer Schaukel, wo auch eine gewisse Energie in dem System ist, aber wenn die Schaukel quasi am äußeren Punkt ist, am Umkehrpunkt, ist die gesamte Energie potenzielle Energie der Lage und wenn sie am unteren Punkt ist, ist die gesamte Energie kinetische Energie von diesem bewegenden Teil der Schaukel, von dem Pendel. Und ähnlich wird da die elektrische Energie zwischen diesen beiden Dingen hin und her gegeben, einer gewissen Frequenz. Wenn man genau die gleiche Frequenz erwischt, dann stupst man eben immer noch ein bisschen dazu und ein bisschen dazu und in einem idealen System, und das ist natürlich ein ideales System, da sind nirgends Widerstände, kann das da halt bis in alle Ewigkeit abreißen. Gut. So, das war diese Simulation hier. Wenn ich es jetzt schon offen habe, dann habe ich noch zwei andere Simulationen. So, das ist jetzt die Ersatzschaltung für das RC-Glied, wo wir hier das RC-Glied ursprünglich haben und dann hier die Ersatzschaltung mit einem 1 Kiloohm zu einem Ohm, also 1000 mal größerer Widerstand hier und dafür 1000 mal kleinere Kapazität. Und hier auf der rechten Seite sehen wir quasi immer zwei Funktionsgraphen übereinander gelegt. Aber man sieht eben nichts, weil sie komplett deckend sind. Das ist gut, weil das heißt, dass das, was wir hier versuchen zu machen, funktioniert. Und hier haben wir, also reinschicken wir bei beiden eine sinusförmige Spannung. Und hier bekommen wir die Spannung am Ausgang von den beiden Schaltungen. Und hier bekommen wir die Ströme, die hineinfließen. Weil wir haben gesagt, das ist quasi das, was da gleich ist bei dem Verhalten, dass es nicht nur aus der Ausgangsseite die gleichen Spannungen rauskommen, sondern dass auch links die gleichen Ströme hineinkommen. Sonst könnte ich einfach hier den Widerstand mal 1000 nehmen und diese Kapazität durch 1000. Das können wir uns einfach anschauen, dass ich da einfach mal eintrage, 1K und dann hier 1M. Jetzt simuliere ich nochmal. Genau. Und jetzt hier oben, die Ausgang ist immer noch perfekt deckend. Das hat sich nicht verändert. Aber auf der Eingangsseite nimmt jetzt diese Schaltung einen anderen Strom als diesen hier. Und das ist eben
der Grund, warum ich das nur machen kann, wenn es mir wurscht ist, wie viel Strom eigentlich verbraucht wird, genommen wird. Wenn ich möchte, dass es äquivalent ist, bräuchte ich eine andere Schaltung. So. Dann habe ich das auch noch. Das ist eben jetzt das RL-Glied und das simulierte RL-Glied, wo eben kein L vorkommt. Das ist eigentlich die spektakuläre Schaltung sozusagen, wo ich es schaffe, wirklich ein Bauteil zu simulieren, ohne das Bauteil selber noch zu verwenden. Und da sehen wir auch, diese beiden Funktionsgraphen sind deckend. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass da ab und zu ein Blau hervorlugt. Aber könnten wir bei der Schaltung bestimmt mal den Kondensator durch eine Spule ersetzen und die umdrehen, um die Frage von vorhin zu beantworten? So, also wir wollten hier ein K machen und dann wollten wir hier eine Spule einsetzen mit einem Millihenry, richtig? Ja. So. Spannend. Das scheint nicht zu gehen. Und, also mein Angebot steht, wir schauen uns in der Experimentiergruppe an, warum. Okay. Okay, also diese Übung hätten wir damit gemacht. Dann haben wir noch eine Diskussion. Nämlich in der Regel werden die nicht so gezeichnet, wie ich sie oben gezeichnet habe. Ich bin ein sehr, sehr starker Verfechter davon, wenn man diese Dinge zum ersten Mal erklärt, sie so zu zeichnen, weil man hier nämlich sieht, dass es sich um einen Spannungsteiler handelt. Und das ist ein Detail, das leider sehr oft unterschlagen wird, wenn diese Filter erklärt werden. Man wird gleich mal mit Formeln herumgeworfen und wir können ein Gleichungssystem aufstellen, das eine Schaltung beschreibt. Aber die wichtigste Einsicht am Anfang ist, das ist ein Spannungsteiler. Halt nicht ein Spannungsteiler zwischen zwei Widerständen, sondern zwischen einem Widerstand, einem Kondensator oder einem Kondensator und einer Spule und so. Trotzdem, wenn ich jetzt hergehe und eine Schaltung so einen Filter zeichne, zeichne ich den so. Und das ist die übliche Art, die normalerweise zu zeichnen. Unsere Diskussion ist jetzt, warum macht man das so? Was sind die Vor- und Nachteile von dieser Darstellung? Links den Eingang, rechts den Ausgang. Den habe ich aber auch, also das habe ich auch ja, oben, da dass links ja, der Eingang ist und rechts der Ausgang. Aber es ist nahe an dem Vorteil, gerade auf den ich hinaus möchte. Du hast quasi nur die falsche Achse benannt. Na, ich sehe hier eigentlich auf einen Blick, zum Beispiel beim LC-Tiefpass, aha, das erste ist eine Spule und ich sehe sofort auf einen Blick, okay, die lässt gleich Strom durch, Wechselstrom sperrt sie. Okay. Ja. Das muss ich oben eher überlegen. Nein, ich meine, dass die Spule Wechselstrom durchlässt und Gleichstrom durchlässt und Wechselstrom sperrt, so haben wir natürlich. Darum ist das ja auch ein Tiefpass, weil der Gleichstrom geht durch und der Wechselstrom. Das weiß ich natürlich nicht aufgrund der Tatsache, weil es liegend ist, weil bei dem ist es umgekehrt und da ist es ein Kondensator. Aber ich sehe sozusagen, was das Längsglied ist und was das Parallelglied ist. Ich glaube, der Vorteil von der Darstellung ist einfach der, dass wenn es in Passrichtung betrieben wird, also mit der Hochpass mit hohen Frequenzen oder Tiefpass mit tiefen Frequenzen, dass dann diejenigen, die auf der gleichen Höhe sind, auch das gleiche Spannungsniveau haben. Und dafür wird die Höhe ja gerne verwendet. Das ist quasi im Passmodus die Höhe, wie gesagt, gleiche Spannungsniveau. Ja, das ist näher an dem eigentlichen Vorteil, den ich ran möchte, aber es ist auch gut und richtig. Ich glaube, man sieht einfach das Signalverhalten besser, also Input und Output, das wäre jetzt ja, mein ja. Ansatz. Ja. Also, was ich persönlich am besten finde an dieser Darstellung, ist, dass einfach Eingang und Ausgang auf gleicher Höhe sind. Und normalerweise ist eine Filterschaltung nicht so ein Ding, sondern normalerweise ist eine Filterschaltung 5, 6 solche Dinge hintereinander. Und wenn ich die jetzt als Spannungsteiler zeichne, dann wird das so eine komische Treppe.
Der erste muss irgendwo ganz oben reingehen, dann habe ich in der Mitte einen Punkt, der geht raus und dann teile ich diese Differenz wieder und dann teile ich diese Strecke wieder. Und es fällt quasi schwer, die einfach in einer großen Kette aneinander zu hängen. Und das nennt man oft eine Filterkette, wenn dann hier mehrere solche Filter hintereinander stehen. Und das ist der große Vorteil von dieser Darstellung, meiner Meinung nach, dass ich quasi die baukastenmäßig beliebig zusammenstöpseln kann, ohne jetzt die Höhe verändern zu müssen, auf der mein Signal ist. Und ich kann einen Filter machen, 20. Ordnung, wo 20 solche Dinge hintereinander hängen, und ich kann einfach diese Bausteine quasi so, wie sie sind, aneinander hängen. Also ich glaube, das ist also einer der größten, ganz, ganz pragmatisch praktischen Vorteile, wenn man diese Schaltungen so zeichnet mit dem Serienelement liegend. Wobei, wenn man den LC als Schwingkreis malt, also als Serienschwingkreis, dann malt man ihn wirklich meistens in Serie. Ja, der Serienschwingkreis malt man meistens in der Serie, aber dann hat man auch meistens nur ein Glied. Meistens also, keine Anzapfungen. Genau.